Ja, herzlich willkommen wieder Ich bin noch soweit nicht. Ja, wie du? Das läuft doch schon die ganze Zeit. Ach so, ja, stimmt. So, ja. Jetzt geht's los. Es fällt mir auch der Spruch an, einmal mit Profis. Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkinokanal. Dritter Tag Süddeutschland-Tour. Und wir sind fleißig, beziehungsweise eigentlich war es jetzt gerade mal speziell der gute Holger. Der gute Holger hat nämlich hier bei Michael, wobei ich habe mir sagen lassen, Michael ist immer so, holla, die Waldfee, vielleicht hast du was ausgefressen. Richtig. Deshalb sage ich mal lieber Michi, ne? Danke. Ich bin bei Michi. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen. Du hast hier ein ziemlich cooles Projekt hingelegt, was ich auf der Hinfahrt, und ich war ja lang genug, sag ich mal, von Holger mir auch mehrfach anhören durfte, denn du hast das Kino dir selber gebaut, nach einem umfangreichen, detailreichen, individuellen Plan, den der gute Holger und Team hergestellt haben. Absolut. Und es hat funktioniert, ne? Ich würde mal sagen, ja. Also ich bin super zufrieden. Das muss ich auch sagen. Also ich bin auch super zufrieden mit dem guten Holger, wenn ich das hier so sehe, weil es ist ja nicht so, dass das du irgendwie beruflich machst, so mit Holz und mit Schrauben und mit solchen Sachen, oder? Bist du da irgendwie drin? Überhaupt nicht. Also ich bin in der Computerbranche, insofern ist handwerklich nicht so mein Ding, aber schon von klein auf habe ich gerne damit gearbeitet und habe mir gedacht, wenn dann schon, dann mache ich es selber. So, und deine Frau hat auch nochmal ungeahnte Qualitäten aufgezeigt, hast du im Vorgespräch gesagt. Das ist irgendwie die stärkste hier in München und Umgebung und naja, sowieso. Vielleicht nicht ganz, aber sie ist schon gut dabei. Auf jeden Fall, ich war sehr überrascht, was sie alles schleppen konnte mit mir und was sie auch alles erleiden konnte. Also Hut ab. Gut, dann lass uns doch mal kurz am Anfang. Also, du bist ein Fan von Star Wars. Zufälligerweise der dritte oder vierte auf unserer Tour, haben wir gerade festgestellt. Mhm. Und hast auch einige schöne Sachen hier und hast gedacht, das ist irgendwie alles zu klein am Fernseher, du willst es größer haben? Absolut, also wenn schon, dann richtig. Und war das so, dass du dann wirklich hier direkt deinen ersten Beamer hattest? Du hattest vorher noch keinen Beamer, gar nichts gehabt? Nein. Ich war immer nur auf dem OLED oder also auf normalen Fernseher, ja. und das war jetzt der erste Beamer und dann habe ich auch gleich gedacht, jetzt wenn schon, dann richtig. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt auch einer mit zwei linken Händen, sage ich mal so ein bisschen. Ich hätte mir jetzt nicht zugetraut, so ein Kino zu bauen. Was war denn der Grund, dass du gesagt hast, sein vertrauensseliges Gesicht und alles oder unsere Videos? Oder was war der Grund, dass du gesagt hast, ich werde versuchen, das Ding selber hinzukriegen? Ja. Weil kommt ja noch ein Zeitraum dazu, ne? Du hast das ja auch richtig schnell gemacht, ne? Ja, einerseits. Neben der Arbeit. Absolut. Einerseits natürlich die Videos. Also ich habe mir fast alle Videos angeschaut, ja, von euch, ja, und konnte deswegen eigentlich relativ gut einschätzen, was alles zu tun ist. Wobei natürlich die meisten Sachen habe ich noch nie selber gemacht. Also vielleicht ist dann auch die Blauäugigkeit mit dabei gewesen. Aber ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe alles irgendwie hingekriegt, also gut oder zumindest so, dass ich zufrieden war. Und insofern habe ich das nicht bereut, dass ich es selber gemacht habe. Start war der 25. Dezember. Richtig, da war quasi die erste Schraube geschraubt oder der erste Balken gesägt. Gab es da irgendwie offizielles Go unterm Tannenbaum oder so? Nee, es war einfach der erste Tag, wo ich wirklich Zeit hatte, nachdem vorher noch die Materialien besorgt wurden und die Pläne ausgearbeitet wurden und so weiter. Und nach Heiligabend konnte man dann endlich sagen, so, jetzt fange ich mal an, die ersten 2-3 Stunden und dann ging's los. Und dann hast du das Ganze ja im Raum, was war das, März, April, mehr oder weniger zu Ende gebracht? Ja, also Mitte März hatte ich das Kino ungefähr so weit, dass man schon einen Film gucken konnte. Also Leinwand war da und Beamer stand und die Elektronik war verkabelt. Nur halt eben Verkleidung und Details haben halt natürlich gefehlt. Also schon noch einiges zu tun, aber das war dann der erste Film. Und dann einen Monat später, ungefähr Mitte April, war es dann so weit, dass ich gesagt habe, passt alles soweit. Jetzt kann ich erstmal die Füße hochlegen. Jetzt bin ich nicht in diesem Arbeitsmodus, weil das war ja jetzt halt wirklich monatelang immer mal abends, wenn die Kinder im Bett waren, noch mal 1-2 Stunden nachlegen oder am Wochenende mal einen ganzen Tag hinlegen. Und da konnte ich dann wirklich sagen, so, jetzt passt, jetzt genieße ich erstmal. Zeitraum, also stundenmäßig, hast du mal so Pi mal Daumen über den Daumen geschlagen oder überschlagen? Was meinst du, was hast du investiert an Stunden? Ich schätze mal so 220 Stunden. Ja, ist eine geläufige Zahl, kommt mir bekannt vor. Das ist ja schön. Hast du nicht mehr gebraucht, war es aber auch nicht schneller. Insoweit, was die Stunden zu lang geht. Aber du hast einen knappen Zeitraum gehabt. Du hast Gas gegeben. Du wolltest ja fertig werden. Ja, absolut. Der Treiber war ja auch, in unserem Haus ist es relativ hellhörig. Und wenn man jetzt halt am Fernseher oben einen Film guckt, abends, wenn die Kinder schon im Bett sind, dann musste ich halt immer auf Flüsterton machen. Und insofern habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt halt irgendwie einen Film angucke und nichts höre, dann lieber gescheit die Zeit investieren, dass ich danach halt richtig Spaß habe dann im Heimkino.
Jetzt habe ich ja schon ein paar Szenen gezeigt. Du hast ja hier heute die Einmessung bekommen. Ne? Mhm. Also die Heiligsprechung hat ja hier heute stattgefunden. Ne? Und ich sag mal, der gute Holger war jetzt 2,5 Stunden hier unten mit dir und hatte also mit dir einiges durch. Ich habe selber vorher am Anfang was gehört. Muss sagen, es hat sich für mich jetzt eben nicht so ganz homogen angehört. Der Bass war ohne Ende da und der war teilweise zu viel da. Je nachdem, wo man natürlich auch noch sitzt, merkt man ein bisschen mehr. Dein optimaler Platz, sagst du, ist ja hier vorne. Mhm, genau, nicht wahr? Ja. Und das Ganze war mit Odyssee von dir mal eingemessen über 3 Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Mhm. Und dann ging es los, dass er sein Köfferchen rausholte und fing dann an, erst die Frequenzen mal, die ganzen Fakten mal gesammelt und dann hat er geguckt, wie kann man es bestmöglich abstimmen. Mhm. Und ich habe ja auch schon ein paar Bilder gezeigt, das hat dann schon ein deutliches Ergebnis, einen Mehrwert gebracht. Ne? Absolut, also den Unterschied hört man echt heftig. Also gerade so im Bassbereich, dass das knackig sich anhört, sauber anhört, trotzdem druckvoll, also es macht richtig, richtig Spaß. Mhm. Und vorher war es teilweise so, dass es halt einfach zu matschig oder zu aufdringlich war. Aber wenn Odyssey das halt eben so einmisst und man selber jetzt nicht weiß, woran man regeln soll, dann ist es halt so. So, jetzt werden wir mal alle Nubert-Fans wieder mal grüßen. Also ich hoffe sehr, dass dieses Video mal wieder bei euch im Nubert-Forum drin ist. Wir werden jetzt wieder alles bringen und alles geben. Du hast hier komplett alles auf Nubert gestellt, nicht wahr? Ja. Dann erzähl mal, was ist denn hier drin an Lautsprechern? Welche Serie ist denn das? Ich kann mir die Namen sowieso nicht merken, deshalb frage ich dich direkt lieber. Also das ist die Nuline-Serie. Nuline, das kenne ich noch, ja. Genau, und vorne habe ich 2 Standlautsprecher, ja. Die 284er links und rechts. Dann habe ich ein Center 174 in der Mitte und der Rest sind alles WS14. Und eigentlich ist die da vorne noch in weiß, ne? Hast du das gesagt? Ne? Alles unten ist weiß. Alles unten ist weiß. Genau, weil das eigentlich vom Wohnzimmer kam und war halt alles jetzt so nicht geplant. Und dann haben wir jetzt gesagt, muss halt alles umgezogen werden, aber hat gerade so gepasst, dass ich alle Lautsprecher unterbringen und verstecken konnte, dass man das Weiß eben nicht mehr sieht. Das ist ein Reihenhaus, das heißt, du hast Nachbarn dahin, du hast Nachbarn auch dahin, richtig? Oder ist das, nee, das ist eine Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte, so war es, Doppelhaushälfte, ja genau. Okay, also Doppelhaushälfte heißt, du hattest hier einen Raum durchgängig, der wahrscheinlich auch mit ganz vielen Sachen vollgestellt war, oder wie war das? War der von vornherein geplant? Wie lange wohnt der hier schon drin? Seit ungefähr einem knappen Jahr, also das Haus ist jetzt nicht ganz neu, das ist 12 Jahre alt, wir haben es letztes Jahr gekauft. Und das war von vornherein so die Idee, dass wir da ein Heimkino reinmachen wollen, beziehungsweise... Ja, wir haben halt überlegt, was machen wir denn mit den Kellerräumen, was gibt es da für Verwendung? Und dann hat meine Frau gesagt, du hast dir immer gewünscht, doch ein Heimkino, jetzt go for it. Und deine Frau? Meine Frau, ja. Ist doch mega. Ja, bevor ich selber sagen konnte, hat sie es eben vorgeschlagen. Und dann haben wir halt überlegt, welchen Raum, ja, sollen wir jetzt den kleineren oder den größeren? Hat sie gesagt, du, wenn du es machst, mach's gescheit, nimm den größeren. Und haben wir gesagt, dann machen wir das so. Der Raum war vorher aber noch geteilt, da war eine Rigipswand drin, die musste halt eben raus. Also waren schon eigentlich 2 Räume? Ja. Das heißt, ich ging rein und durch die Tür und musste dann hier durch eine andere Tür wiederum in den zweiten Raum reingehen? Oder also hier warst du direkt drin, aber dann war hier noch so ein kleiner abgegrenzter Raum mit, mit einer Tür. Also alles rausgerissen? Alles raus. Und dann hast du welche Grundfläche zur Verfügung gehabt? Also die Länge sind ungefähr 6,80 Meter mal 3,80 Meter und die Höhe sind 2,40 Meter. Perfekt. Ja, wunderbar. Okay, das heißt, der Raum war komplett leer. Da ist ein Fenster. 2. Da ist auch ein Fenster, richtig, weil das ja die linke Seite, die offene Seite eben ist. Da ist ein Fenster, da ist ein Fenster. So, die Gestaltung, du hast da mit Holger angefangen zu telefonieren, zu sprechen und das hat alles soweit gut geklappt, obwohl er da 600 Kilometer weiter im Norden wohnt oder sogar noch mehr. Super. 1000 mittlerweile, ne? Ja, 1000. Aber funktioniert auch alles. Und dann fing der an, dir einen Plan zu machen. Wie war denn das von der Gestaltung her? Weil ich sehe ja hier, dann muss ich ja sagen, man kommt ja rein und haben das ja in den letzten 2 Jahren jetzt doch ein bisschen häufiger gezeigt. Diese Thematik Auflockerung mit Holz und so ist ja schon ziemlich cool. Wo kam das denn her? Von der Frau, von dir, von euch, von den Videos? Naja, von ihm? Also der Holger hat ja die Akustikplanung gemacht. Ja. Den Bauplan habe ich quasi selber gemacht. Aber genau jetzt mit dem Holz hat die Idee eigentlich dann das andere Kinoprojekt von euch mir gegeben oder uns gegeben, weil meine Frau hat auch fleißig mitentschieden. Da war es ja so, dass der Holger den Kontakt zum Stefan herstellen konnte. Da, wo wir gerade waren. Richtig, genau. Und ich dann ein bisschen gucken durfte und der hatte ja auch gewisse Holzapplikationen reingemacht und es hat uns sehr gut gefallen. Ich wollte auch irgendwie was jetzt nicht super hell ist, aber trotzdem so eine gewisse Wärme ausstrahlt. Mhm. Und wir hatten viele Ideen gehabt, aber haben dann im Endeffekt gesagt, jetzt probieren wir das mit Holz, sind zum Baumarkt gefahren, haben uns die Sachen mal geholt, haben sie reingestellt, weil diese Entscheidung von wegen, was kommt jetzt final rein, das kam halt erst sehr spät in der Bauphase und haben es ausprobiert und haben gesagt, das ist es. Die Sofas, waren die vorher schon da oder? Ja,
Das war, also das sind unsere alten Sofas von der Familie quasi eingesammelt. Aber passt doch perfekt, oder? Ja, wir sind super bequem, auch mit Liegepositionen und allem drum und dran. Und darum habe ich gesagt, da kann ich am Budget ein bisschen sparen, ja, und klar, sind super bequem. Und ja. Und ist auch Platz ohne Ende, wenn da mal was anderes hin sollte, ist von vornherein schon, wenn du mal was hättest, wo du die Beine ausstrecken kannst, wobei, weiß ich gar nicht, können die auch Beine ausstrecken? Oder? Wird ein bisschen knapp, da muss man noch ein bisschen optimieren. Aber. Okay, aber das ist also, so viel Platz ist da, dass du das alles noch optimieren könntest. Die Lautsprecher hattest du gerade gesagt, du hast 7 unten und du hast oben hast 6. Du 6. Mhm. Richtig, weil du eben ein Center Height hast, das heißt, du machst hier viel mit Auro, ne? Das hatten wir auch vorhin schon gehört in der, genau, Aufnahme vorhin, die du zum Testen genutzt hast, da läuft viel die Auromatik. Ja, ja, aber ich probiere immer beides aus, ja, mal Dolby Atmos, ja, aber ansonsten, wenn es sowieso nur untere Ebene ist, dann auf jeden Fall Auromatik, aber das ist immer so ein bisschen von Fall zu Fall unterschiedlich. Lass uns mal drehen, hier ist eine Pur, das heißt, du wolltest schon versuchen, den ganzen breiten Raum also zu nutzen, auch für Leinwand, richtig? Mhm, ja. Und du hast dich für eine 21:9 entschieden. Hast, genau, du auch so lang, nächtelang drüber nachgedacht? 21:6, hast du? Jede Menge schlaflose Nächte, aber da ist wieder der Holger eingesprungen und der Stefan hat mir dann eben ermöglicht, in seinem Heimkino das mal anzuschauen. Ja, das cool. Er hat ja die 16:9 Leinwand, ja, und dann konnte ich mal Probe gucken. Und das hat mir unglaublich geholfen, einfach mal das zu sehen und einzuschätzen, weil wenn man vorher noch nie einen Beamer hatte, ist es sowieso schwer einzuschätzen. Wie ist es mit der Größe? Wie nah sitzt man und so weiter? Ja, ja. Aber für mich war es von vornherein klar, dass ich gerne Filme schaue. Also war CinemaScope für mich die Referenz. Ja. Und die 16:9 wäre dann einfach viel zu groß geworden. Auch vom Winkel vielleicht wäre es noch gerade gegangen, aber mit der Höhe hätte, genau, vielleicht gerade da unten noch klappen können, dass die zweite Reihe noch was sieht. Genau, aber wir hatten dann auch immer ein Probescreening gemacht, wo der Beamer dann, ja, kurz vor Weihnachten da war, auf, ja, der weißen Wand, um, ja, zu gucken, wie groß sind denn die Flächen. Und 16:9 in der großen Breite wäre jetzt halt auf der Sichtweite uns einfach zu viel gewesen auf Dauer. Also für so ein paar Minuten hat es richtig cool ausgeschaut. Aber dann nach einer halben Stunde wird dann mir zumindest schwummerig. Okay, du hast aber auch ein 1:1 Verhältnis hier ungefähr. Genau. Ne? Was war, ja, das jetzt? 3 Meter? 3,20 Meter. 3,20 und 3,20 Abstand. Ja, ja. Okay, und du hast ab und zu mal Anwendungen, wo du 16:9 guckst. Da sagst du zum einen mal kein Problem, dass es etwas kleiner ist, weil es dir eigentlich zu groß war bei 16:9, habe, ja, ich richtig verstanden. Ja. Aber der Anteil generell ist auch nicht so hoch mit 16:9 Material, weil Stefan beispielsweise guckt ja alles, was mit dem Ball zu tun hat und generell, ja, Sportarten. Mhm. Hat natürlich auch viel 16:9. Ne? Genau. Deshalb war das Thema da, haben wir ja auch im Video erwähnt, etwas mehr in die Richtung gehend. Ja, ist doch perfekt, du musst zufrieden sein. Und der Beamer kann ja nur mal auf Knopfdruck beides umschalten. Richtig. Komm, lass uns was zum Beamer erzählen. Welcher ist es? Der JVC NP5. Da bist du aber gut eingestiegen für den ersten Beamer, ne? Absolut. Hättest du auch nicht gedacht? Am Anfang, als ich das Budget geplant habe, nein. Aber aber dann kam der Blick auf das Gerät bzw. aufs Bild vom Gerät. Richtig, richtig. Also ich bin dann halt ins Geschäft gegangen, ja, habe halt eben verglichen und im AB-Vergleich merkt man das dann eigentlich schon ziemlich deutlich. Wer war denn B? Der Sony, der 5000er. Ja. Und der hat ja schon den Nachteil, dass er dann eben mit der 21:9 Leinwand vielleicht nicht so optimal gewesen wäre. Musst du manuell immer hochlaufen. Und dann war das Bild vom JVC, also in allen Belangen, hat es mir persönlich besser gefallen. Ja. Und dann war das eigentlich absolut klar und eine einfache Entscheidung. Eine der wenigen richtig leichten Entscheidungen hier. Ja, seeing is believing. War so eins der Mottos in meiner Vergangenheit. So, jetzt waren wir ja vorhin über das Thema Bass gesprochen. Das müssen wir nochmal kurz erläutern. Wobei, komm, das frage ich nachher den Holger nochmal. Aber du wolltest auf jeden Fall einen knackigen Bass haben. Das ist ein DBA geworden. Ein Single Bass. Das, mhm, heißt, du hast hier die Bässe und hast da hinten eine ganze Menge an Material reingesetzt, damit, mhm, das auch funktioniert. Das, mhm, war ja immer wichtig. Das haben, mhm, wir ja auch mal wieder in den Videos erwähnt. Ne? Nicht, genau, nur so 10 cm Dachpappe, sondern da muss schon echt was rein. Richtig, aber ich habe es auch gleich so, mhm, gebaut, dass ich auch auf dem Double Bass Array aufrüsten könnte. Also die, du kannst noch nachrüsten. Ich kann noch nachrüsten. Ja. Also der, die Dynacord hat genügend, ja, Kraft. Ja. Und, der Platz ist auch noch ehrlicherweise, genau, in dem Bereich. Ich habe alles vorbereitet, dass man da einfach die Dinge reinschieben kann, wenn es soweit ist. Weil das war ja auch so, ich wusste jetzt nicht, ob ein Single Bass Array dann einfach die schon ordentlich Spaß machen kann. Genau, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich auf ein Double Bass Array umsteigen muss, weil es mir so einfach super gut gefallen hat. Warten wir es mal ab. Sag niemals nie. Genau. Okay, der Beamer hier oben schön reingestellt. Dahinter ist ein Fenster, ne? Richtig. Das hast du dann hier mit so einer Klappe erreichbar gemacht oder wie geht das? Genau, ist das, zum Lüften. Also mit Magneten befestigt. Genau. Guck mal, und hast du noch einen Kontrollmonitor reingestellt? Das ist doch cool. Ja,
Geht jetzt zwar nur noch zu kippen, aber das große Fenster ist ja dann da drüben zum Durchlüften und dann kann man hier so ein bisschen Zug erzeugen. Dann hatte ich noch ein bisschen von dem Dämmmaterial übrig, einfach dran geklebt. Kommt nichts durch an Licht, passt genau. Perfekt. Okay, dann hast du zwei Zuspieler für silberne Scheiben. Das eine ist ein Oppo, allerdings ist das ein Oppo 103 oder 93. 101 ist das. 101 ist das, okay. Genau. Das heißt, der kann Blu-ray und SHCD, ne? Richtig. Und dann hast du einen Panasonic, den nimmst du noch für UHD. Richtig, genau. Und ein 8500er, der gibt hier mit seinen 13 Kanälen die Power an die Nubirds. Absolut, ja. Ja, schon schön. Dann hast du ein Rekorn, weil du noch ein iBeam hier, was hast du, ein Rekorn hier unten oder ein iBeam? Weiß ich gar nicht. Ja, genau, ich hab ein iBeam eingebaut, den hatte ich erstmal hier in der Couch drin gehabt. Da konnte ich ihn direkt an den Sitz an das schrauben. Holz und oder, ich muss echt sagen, hammermäßig, dass dann auch noch der Bass quasi, wenn man dann in den nicht mehr hörbaren Bereich kommt, dass er dann einfach nochmal fortgeführt wird. Und das war auch so eine Sache, warum ich jetzt erstmal nur ein iBeam habe, weil ich nicht wusste, taugt es denn überhaupt? Ist es eine Spielerei oder lohnt es sich da nochmal Geld es auszugeben? Es gibt schöne Spielereien. Absolut, aber manche Spielereien kosten halt viel Geld und bringen nicht viel. Aber das war schon... Das Verhältnis steht, ne? Absolut. Also kann ich nur empfehlen. Und vorne habe ich es jetzt bisher nur an den Rahmen anschrauben können. Da ist es jetzt nicht mehr ganz so super, aber da werde ich nochmal ein bisschen schauen, ob ich das optimieren kann. Okay, und dann hast du da den Dynacord oder die Dynacord, die ist also dann für die Subwoofer geeignet. Genau. So, eine Logitech hast du auch noch abgekriegt. Die hatte ich schon lange gehabt, ja. Ah, die hattest du schon länger, okay. Genau, ja. Und die läuft ja perfekt damit. Somit ist das ja ziemlich aufgeräumt. Was ist das denn da? Sind das Controller? Ja, genau. Das ist ja noch eine Zockerkiste irgendwo. Ja, eine Switch. Also ach, da hinten, guck an. Genau. Eine Switch. Das heißt, du hast hier noch Nachwuchs, ne? Die sind allerdings noch relativ jung, ne? Mhm. Irgendwie weit unter 10 oder so. Was genau, 5 und 8. 5 und 8, aber das geht schnell. Warte mal ab. Ja, momentan haben sie noch eher Spaß mit der Disco-Kugel da. Raum dunkel machen, Disco-Kugel an und dann tanzen sie herum. Aber ich glaube, das mit der Switch ist schon ziemlich attraktiv. Das wird auch noch bald bekommen. Funktioniert. Mhm. Licht, hast du alles über Philips Hue geregelt? Richtig, ja. Gab es da für dich noch irgendwas zu berücksichtigen? Oder? Nö. Eigentlich, du hast eine Menge Licht hier drin. Ne? Ist schon schön, ist angenehmes Licht. Ja. Du hast da vorne eine schöne Leiste dir reingesetzt. Die ist eigentlich total simpel von der Grundidee, aber ich finde es toll in der Ausführung. Du hast hier ein Holz und hast dann einfach einen Winkel da drauf gesetzt. So eine, so wie nennt man das hier, so eine L-Leiste oder ne? Genau, Winkelleiste. Eine L-Leiste, ja. L-Leiste. Somit guckst du nicht ins Licht rein. Hast du das dann ausgefräst auch noch, das Holz sehe ich gerade? Ja, ja, also das war eine normale MDF-Platte. Ja. Da habe ich halt eine Nut reingefräst für den LED-Streifen und halt die Abrundung. Ja. Tief hätte ich jetzt nicht gehen können, sonst wäre es halt zu dünn genug. Genau, und dann habe ich es halt ausprobiert und dann hat man halt gemerkt, dass man häufig geblendet wird. Gerade wenn man hier steht und die DVDs sich anschauen möchte und aussuchen möchte, was man will, und dann wird man total geblendet, sieht nichts. Darum mit dem Winkel halt nochmal nachgeholfen und... Aber dann lass mich mal eben fragen, so eine Maschine, die du dafür brauchst, hast du das mit einer eigenen Maschine gemacht oder hast du einen Nachbarn gehabt? Nee, eigene Maschine. Also, was hast du denn alles geholt? Also, oder hattest du schon? Was braucht man denn, wenn man jetzt ein Kino selber bauen möchte? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine Kappsäge, eine ordentliche. Ja. Da habe ich auf jeden Fall abgegradet von einer einfachen und dann auf eine gescheite. Ansonsten... Muss man ungefähr wie viel ausgeben? Was meinst du? Pi mal Daumen? 250, 300 Euro. Okay. Tischkreissäge habe ich mir auch geholt, wobei im Nachhinein, muss ich sagen, wäre jetzt nicht ein Must-Have gewesen, aber es hat ein paar Sachen leichter gemacht. Ja. Und die Oberfräse, mit der ich sowas zum Beispiel gemacht habe, ist, glaube ich, auch kein Must-Have, aber es ermöglicht dann halt solche Spielereien, wo man sagt, ich möchte da vorne eine Abrundung haben oder ich möchte das schön versenken. Das wäre halt sonst nicht so einfach gegangen. Das hast du alles auch in dem Raum dann hier weitgehend durchgeführt? Genau, solange die Lautsprecher nicht freigegeben waren quasi, die waren noch erstmal in Plastiktüten und so weiter, aber dann, sobald Teppichboden drin war, ging es dann raus quasi. Aber davor war alles hier drin. Ist logistisch manchmal ein bisschen eine Herausforderung, ne? Das ganze Material, alles immer... Absolut. Sieht man ja auf den Fotos manchmal von unseren Jungs, wie die da manchmal arbeiten. Ja, man glaubt gar nicht. Draußen hast du ja nicht gearbeitet im Frühjahr, ne? Ja, nicht großartig, oder? Man glaubt gar nicht, wie viel Material da reingeht. Also wir sind zum Holzhändler gefahren und der Anhänger war voll und dann denkt man sich, ja, wo ist das alles hin? Oder auch das Dämmmaterial. Ich weiß nicht, wie häufig ich beim Baumarkt war, weil das Auto einfach bis oben hin voll war mit Dämmmaterial. Und trotzdem, das wandert einfach irgendwo rein.
Lass uns mal hier weitergehen. Du hast da diese Zwischenstufe, da geht es direkt runter. Was ist das, 40 cm von der Höhe? Oder ja, was genau, 40 cm. Du hast dich hier für schwarze Leisten entschieden, ne? Ja. Ja, ja, sehr cool. Das, was mich am Anfang irritiert hat, aber ich habe es mir erklären lassen, aber ich würde es gerne nochmal vor Kamera, war, als ich reinkam, habe ich diesen Bereich hier gesehen. Mhm. Und da denke ich mir, okay, warum ist es denn noch offen? Aber du hast gesagt, das lag unter anderem daran, dass du noch nicht die richtige Lösung hattest mit Vorhang oder nicht, ne, weil irgendein bestimmter Stoff nicht da war. Andererseits hast du dich jetzt gut dran gewöhnt. Das hat dich gar nicht gestört. Nee, stört mich gar nicht. Also man kann... Also ich kann jetzt halt ganz normal sehen am helllichten Tag. Wenn, dann wäre es aus optischen Gründen. Steht noch auf meiner Wunschliste, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss jetzt sofort gemacht und werden. Und die Lösung wäre wahrscheinlich ein Vorhang, den du einmal da reinhängst, ne? Genau, richtig. Ja. Okay, schwarzer, alles klar. Vorhang. Schwarzer Vorhang, perfekt. Hier unten ist noch eine Heizung. Genau. So, Belüftung. Wir müssen das Thema immer wieder doch deutlicher ansprechen, weil manche einer merkt schon, dass ihm langsam die Luft ausgeht, im wahrsten Sinne des Wortes, je nachdem, mit wie vielen Leuten die da drin sitzen. Vorhin beim Stefan haben wir ja gesehen, der hat ja eine B- und Entlüftung da mit zwei vorne und zwei hinten. Mhm. Du hast hier eine klassische Heizung. Dann hast du dieses Fach ausgeschnitten oder hier dieser Schlitz dann. Wie kommt denn generell noch Luft rein, außer über die Fenster, oder sind es die Fenster? Das sind die Fenster, ja. Ansonsten, Tür ist normalerweise offen, kommt auch ein bisschen frische Luft rein. Aber das Wichtige ist halt die Hinterlüftung. Also ich habe versucht, möglichst viel Aufmerksamkeit auf den Schimmel, auf die Schimmelprävention zu legen, und habe halt versucht, möglichst überall eine Luft dahinter zu haben oder einen Luftbereich. Also das ist ja auch so, dass man dahinter greifen kann, sodass man von unten bis oben quasi einen Luftzug hat. Eine Zirkulation hat. Genau, also auch das Dämmmaterial ist auf einer Unterkonstruktion gesetzt, damit die Luft da zirkulieren kann. Sehr schön. Und die eine Heizung ist das, ne? Mehr ist das eine nicht, Heizung, ne? Genau. Ja, ist doch perfekt. Ja, gut, perfekt. Hast du noch irgendwelche Wünsche? Ehrlich gesagt bin ich momentan so wunschlos glücklich, nachdem der Holger da war und das eingerichtet hat. Der wird ja ganz rot da hinten. Aber klar, ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste für mal wieder schlechtere Tage wie im Winter, wo man sagt, ja, was mache ich denn da? Ich wollte auf jeden Fall mal ausprobieren, von den Holzbalken sind noch jede Menge Reste übrig, dass ich so ein, du nennst es mal New York auf dem Kopf, mache, um zu schauen, ob das akustisch irgendwas bringt. Weil das Problem ist hier, es sind halt mit 2,40 Meter ist nicht so viel Luft mehr da, dass man sagt, ja, die 16 cm, die Standard sind, kann man da reinbauen und darum was selber eben machen. Das ist das eine, und ansonsten, wie gesagt, noch der Vorhang. Aber ansonsten kann der Spaß beginnen, ne? Ja. Beim Reinkommen habe ich unter anderem das Brettchen da oder hier dieses Tablett da gesehen. Hast du das selber gebaut oder ist das was Fertiges? Nee, das war ein Geschenk von meiner Schwägerin. Oh, ist aber nett, ne? Ja, absolut. Oder wollt ihr auch direkt damit jemand hier ein Kinoabend oder mit der ganzen Familie ein Kinoabend auch gleichzeitig? Ist das die Eintrittskarte, ja? Auch ohne wird es natürlich gehen, aber es ist wirklich super praktisch. Das ist eine coole Nummer hier, ne? Finde ich auch. Kann ich echt nur empfehlen. Ja, toll. Okay, das haben wir doch. Ja, gucke mal, dann sind wir doch schon, ich kann nur sagen, heute Abend, was guckst du heute Abend jetzt mit der neuen Sound? Du hattest vorhin hier Ghost in the Shell, und zufälligerweise habe ich mir den am Samstag bei uns im Grubi-Kino auch mal wieder angeschaut, also nicht komplett, ich habe mal kurz reingesetzt, und ich dachte, das war eigentlich ein geiler Film. Absolut. Das war wirklich ein guter Film. Ne? Richtig gut. Sowohl. Da hatte ich überhaupt keine Erwartung gehabt, als ich den eingeschaltet habe. Ich denke, was gibt es, mal gucken wir mal wieder, die 100. Was ist das, eine Comics-Manga-Verfilmung? Ja, genau. Also das Manga-Original ist auch super. Ja. Aber auch die Realverfilmung finde ich ist super, ne? Toll, ja. Und toller Sound, irre Bilder. Absolut. Ja. Ja, also ein gutes Beispiel, also hat man noch nicht. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal so einige Tonbeispiele genannt. Also der gehört definitiv auch dazu. Das war schon ziemlich cool. Ghost in the Shell. Also nochmal kurz zurück zur Frage, welcher Film könnte es sein? Hast du eine Idee? Ich glaube, ich würde mir nochmal Maverick anschauen, zumindest ein paar Szenen. Ja. Weil das war auch mein erster Film, den ich hier angeguckt habe. Und als ich dann wirklich am Mitte März das gestartet habe, da konnte man mein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht holen. Und jetzt möchte ich diesen Schritt, den wir jetzt nochmal bei der Akustik gemacht haben, auf jeden Fall nochmal vergleichen. Du wirst Unterschiede feststellen und spüren. Bin ich mir auch sicher. Ja, ganz sicher. Du guckst teilweise auch im Original, ne? Ja, also es hängt dann von der Qualität der Tonspur ab, aber Original oder Deutsch geht beides. Was mit Netflix, Amazon und Co.? Bin ich jetzt nicht so der Fan, weil die Qualität meistens nochmal einen Tick weniger ist. Also ich habe ein paar Tests gemacht von wegen Disney Plus und dann die Scheibe, die ich hier habe, Blu-ray und 4K, einfach nochmal zu vergleichen. Also Bild ist vergleichbar, würde ich sagen, aber bei der Akustik, da fehlt schon mal einiges, finde ich.
Ja, wobei auf den DVDs ja manchmal auch leider, aber dann guckst du die Originale. Okay, richtig. Verstehe ich. Ja. Alles klar. Ich habe gerade, fällt mir so spontan ein Filmtipp, habe ich letzte Woche gesehen, heißt Athena auf Netflix. Ich bin ein großer Fan von so One-Shot-Aufnahmen, ne, wo vermeintlich mit einer Einstellung, also beziehungsweise ohne Schnitt, ganz lange Szenenabläufe sind. Und bei dem Film Athena ist das wirklich sehr, sehr außergewöhnlich gut gemacht. Spannendes Ding, ist auf Netflix, lief letztes Jahr zum ersten Mal dort, ist also für alle Freunde speziell unter anderem von diesen One-Shot-Aufnahmen ein unbedingtes Muss, muss man gesehen haben. Children of Men, kennst du den Film? Ja. Ja, das ist auch einer, der hat so drei ganz lange One-Shot-Aufnahmen auch. Ne? Und 1917 ist natürlich ein Klassiker. Absolut, ja, der ist richtig gut. Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, ich werde mich mal um den Herrn da kümmern, der hinter der Kamera ist. Der schwitzt schon langsam ein wenig. Und dann würde ich die mal abnehmen und dann fragen wir dich noch mal ein paar Sachen, was du noch hier so als Hinweis, Tipp etc. hattest. Nubert Lautsprecher kennst du ja nun auch. Hast ja auch einiges an Erfahrung gemacht. Ich war jetzt ein bisschen überrascht. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass der 8.5er eventuell ein bisschen verhungert, beziehungsweise andersrum, dass der ein bisschen überfordert wird. Aber das lief ziemlich gut, weil die Nubert sind ja nicht auch gerade Lautsprecher, die mit wenig Leistung klarkommen. Die mögen ja auch manchmal ein bisschen Leistung, damit sie überhaupt spielen. Ne? Mhm. Aber das ist jetzt nicht die größte Serie da. Das ist so eine mittlere Serie, ne? Oder? Wie ist das bei denen? Ja, ich kenne mich so. Ich kenne ja die Riesendinger da. Das ist ja, da brauchst du ja direkt eine Endstufe dafür. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder was im Nubert-Forum zu hören, der Schappert und Nubert. Aber egal, wir haben es beigebracht. Genau, aber ich hätte auch die Nuline 34 oder sowas zur Auswahl gehabt, anstatt der großen Standlautsprecher, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Und du hast jetzt ja zum Schluss, haben wir mit 60, 65 ungefähr eingestellt gehört, ne? Wenn ich mich täusche, ja, ne? Genau. Den Dreh, ne? Da wollte er noch ein bisschen Gas geben. Mhm. Er meint ja auch, dadurch, dass es präziser ist, wirst du auch in Zukunft noch ein bisschen laut hören, also Top Gun bist du definitiv. Bin gespannt, wer von den Nachbarn kommt. Und zwar von dem Haus daneben an, nicht von der anderen Hälfte hier. Hey, ich hoffe nicht, wenn dann nur, weil sie mitschauen wollen. Ja, ja, klar, bestimmt. Okay, alles klar, komm, dann machen wir mal fliegenden Wechsel und dann kann der Holger mir noch was erzählen. Roter Knopf. Okay. Bei uns darf jeder Kameramann Kind spielen. Genau. So, also jetzt haben wir ganz kurz mal umdisponiert, weil der Michi, der wollte mal eben die Kamera halten, was ich natürlich auch mega finde. Machen wir doch gerne alles mit. Holger, du hast hier 2-2,5 Stunden. Das ist so die übliche Zeit, die du mindestens eigentlich brauchst, um nachher auch mit dem Kunden nochmal das alles so durchzugehen, weil das ist ja das Allerwichtigste. Wir haben es jetzt wirklich mehrfach betont. Ich werde es jetzt noch einmal bringen und dann ist Schluss damit. Nichts von zu Hause, irgendwie remote, sondern du musst neben Messen auch mit dem Kunden über Beispiele viele Sachen fein justieren, fein abstimmen. Und hier war es wieder sehr deutlich. Genau, weil wir einfach in den Messungen hervorragende Ergebnisse mit dem Single Bus Array zum Beispiel hatten. Und dann kam aber beim Gucken raus, dass man ruhig eine kleine Spaßkurve haben kann, die dann bei Auro groß und 14 schon wieder zu viel war. Weil die generell ja ein bisschen den Bass und alles anheben. Genau. Ja. Und so haben wir uns jetzt hier quasi Stück für Stück herangetastet, was für diesen Raum und auch für den Michi klanglich am besten passt. Okay, perfekt. Das heißt, danach wird das alles nochmal gesichert, das müssen wir auch nochmal festhalten, ne? Den USB-Stick in den 8.5er rein, Daten sichern, Einstellungen sichern. Für den Fall der Fälle machst du ein paar Fotos dann nochmal, richtig? Oder was war das? Genau, also Fotos sollte man immer machen, damit man, wenn mal der USB-Stick kaputt ist oder man das Gerät tauscht, dass man trotzdem noch die Einstellung hat. Weil sonst müsste man wieder investieren, müsste wieder jemand vorbeikommen. Das kann man sich ja sparen. Du hast mir vorhin irgendwas gesagt, von mit Odyssey war das irgendwie minus 20 oder plus 20 und jetzt mit deiner Einmessung ist das was ganz anderes, viel geringerer Wert. Erklär nochmal im Detail. Also in der Odyssey Reference Einmessung, da mache ich immer vorher Ist-Messung, um einfach zu gucken, wie ist es momentan. Das damit war ein ziemliches Wellending. Genau, ne? Und da hatten wir vom lautesten zum leisesten Ton 20 dB Unterschied. Und 20 dB ist eine Vervierfachung der Lautstärke. Was bedeutet das in der Praxis? Wird was, wann, wie überlagert? Oder wann ist was zu laut? Oder? Du kannst dir das so vorstellen, wir beiden unterhalten uns jetzt. Ja. Wir verstehen uns zwar inhaltlich nicht immer, aber klanglich. Ach, komm mal, du hörst mich ganz normal. Ja, genau. Dann stell dir vor, hier wäre ein Wasserfall nebendran. Ja. Wir sind ja in der Nähe der Alpen. Ja. Der plätschert hier richtig laut runter. Ja. Dann würdest du mich mit dieser Lautstärke, mit der ich spreche, nicht mehr verstehen. Oder deutlich weniger verstehen. So, und so muss man sich das auch vorstellen, wenn der Bass zum Beispiel viel zu fett ist, 20 dB zu laut, dann hört man nur noch den Bass, der mulmt, man hat Raummoden, aber im Mittelton und im Hochton gingen einfach Klanganteile verloren, weil man sie nicht mehr wahrnehmen kann.
Und deswegen ist es so wichtig, ein halbwegs ausgewogenes Verhältnis Bass, Mittelton, Hochton zu haben, dass man auch wirklich alle Töne, die auf der Scheibe drauf sind, auch hören kann. Okay, vorhin bei deiner Lieblingssequenz Burlesque war das ja einer der vielen wunderschönen Lieblingssequenzen, war es ja so, dass der Bass mit dem Bum, 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 Bum sehr drüber lag irgendwie. Mhm. Ja? Also der Mädel hat ja auch noch gesungen, aber das wurde immer irgendwie so richtig, das war zu viel des Guten. Das wäre so eins dieser Beispiele. Genau. Man hört dann zum Beispiel das Schnipsen kaum. Genau. Ist komplett ist weg einfach. Schnipsen war kaum da. Genau. Ja. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Er könnte direkt bei dir anfangen, ne? Ja, zumindest, er hat ja Spaß daran. Er fand das mit dem Einmessen faszinierend. Aufgrund seiner IT-Vergangenheit ist er da auch jetzt nicht ganz fremd, was das Thema Einmessen und Laptops und so angeht. Also, wenn da er Spaß dran hat. Ich meine, ans Bauen auch. Ja, genau, das hat ihm ja Spaß gemacht. Ja, genau. Das war richtig. Ja, also, habe ich ihm ja vorhin schon gesagt, wenn er Spaß dran hätte, könnte er jetzt für uns durch Deutschland fahren und Kinos bauen. Aber mit Familie und mit einem tollen Job und jetzt mit diesem tollen Heimkino ist das natürlich eher nicht der Fall. Ja, also es gibt nichts zu meckern, kann man ja anders sagen. Wenn es was gäbe, würden wir es sagen. Das ist auch so. Machen wir. Genau. Also ich kann nur sagen, viel, viel Spaß hier und mega, dass wir hier kurzfristig auch noch mal reinkamen. Und in unsere Tour ist ja auch nicht so einfach, alles zu koordinieren. Hast einen guten Job gemacht, hast du schon gemacht. Also das alles bis einmal auf die Minute. Einmal mit Profis. Bis auf die Minute. Jetzt müssen wir noch nach Österreich. Jetzt fahren wir 2,5 Stunden nach Österreich. Ja. Das heißt, dann sind wir so 19 Uhr im Hotel. Ja. Können wir schön da noch einen Kaiserschmarrn essen und morgen früh geht es um 9 Uhr weiter. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal. Fingerchen hoch ist auch immer super. Und dann bleibt dran, damit wir noch weitere viele, viele Videos machen können mit Themen wie diese hier, um euch zu zeigen, wie man sich zu Hause den Spaß, das Kino und die gute Unterhaltung holen kann. Und das auch im Selbstbau. Und das auch im Selbstbau. Und da gibt es so viele verschiedene Varianten. Und das auch mit eigener Technik. Richtig. Jo. Perfekt. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Minus 3 oder 0? Ja, ja, das ist jetzt 0. Wem musste ich die Klöten kraulen, damit ich meinen eigenen Film krieg? Das darf ich euch nicht verraten. Aber es reimt sich auf Pulverine. Und eins sage ich euch. Er hat ein hübsches Paar Kronjuwelen down under. Na egal, ich muss noch wohin. Meine Visage richten lassen und... Oh, ein paar Bösewichte killen. Und? Hammermäßig. Also, ich hätte es zwar normalerweise nicht ganz so laut gehört, aber trotzdem nicht anstrengend und hammermäßig, wie präzise es ist. Das ist das, was ich dir vorher sagte. Wenn das mal richtig eingemessen ist, könnte es sein, weil es so sauber klingt, dass du automatisch irgendwann vielleicht doch ein bisschen lauter hörst. Mhm. Wie ist der Bass? Zu viel? Zu wenig? Nee, ich würde jetzt sagen, genau richtig. Auch wenn wir die Spaßkurve jetzt ein bisschen rausgenommen haben, aber... Die war jetzt drin. Die war jetzt drin? Okay. Genau. Und Auro war an, in groß. Also schon beide, die noch mal ein bisschen mehr Bass dazugeben. Nee, also absolut richtig. Hast du noch was in der räumlichen Umhüllung gehört, dass es sich jetzt ein bisschen anders anklingt als vorher mit Odyssey? Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich bei der Szene. Ja. Darum ist es natürlich schwer. Aber wir können natürlich gerne eine Szene mal gucken, die ich jetzt in den letzten Tagen noch mal getestet habe. Ja, gerne. Ist das jugendfrei, was wir jetzt zeigen, oder ist das... Ich denke eigentlich schon. Okay. Dolby Atmos, okay. Und? Hammermäßig. Also gerade vom umhüllenden Wahnsinn. Also auch die Glassplitter, die zum Beispiel rumgeflogen sind, dass das halt eine richtige Kuppel ergibt. Das war vorher nicht so klar. Und auch der Bass, super knackig und klar, aber nicht zu dröhnend. Mhm. Und ein Riesenunterschied gegenüber früher.
Das so soll es auch sein. Ja. Das ist das, was ich meinte. Also wir gucken nicht nur auf den Frequenzgang, dass es möglichst gerade ist. Das ist nämlich nicht immer das Ziel, sondern einfach, dass alle Lautsprecher zeitrichtig hier einspielen. Das hast du ja gesehen. Wir hatten teilweise nur noch Unterschiede von 7 mm in der Entfernung zur richtigen Position. Ja. Und ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn es okay ist, würde ich ganz gerne noch ein Musikstück, das ich schon häufiger gehört habe, testen. Mit SACD? Ja, genau. Welcher Eingang ist das dann? Das ist CD. Deswegen gucken wir nicht nur auf die Frequenzgänge, auf die Amplitudengänge oder auf das Wasserfalldiagramm, sondern achten auch einfach darauf, dass alle Lautsprecher zeitrichtig am Sitzplatz ankommen, dass die Tonalität passt, dass der Hochton nicht zu nervend ist, obwohl er sich vielleicht glatt misst. Gerade wenn man lauter hört, kann der Hochton dann überpräsent sein. Und all das wird natürlich bei diesen Einmessungen vor Ort berücksichtigt, wie wir hier mal eben so aus dem Stegreif zeigen können. Hörst du das nur untere Ebene oder mit Auro? 2D-Auro. Ja. Lauter? Da merkt man total, wie die Bühne viel besser aufgebaut wird. Wirklich ein Kreis hier ringsherum. Hammermäßig. Schön. Daumen hoch! Genau. Vielen Dank. Ja, gerne. Nicht dafür. Dann könnt ihr jetzt ein Video drehen über dieses tolle Kino hier. Machen wir. You are not just a bag of dirty clothes.